Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen allerseits. Wir hatten hier in Stuttgart am vergangenen Wochenende den Deutschen Evangelischen Kirchentag. 4 Tage lang gab es 100.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die gemeinsam gebetet haben, die Begegnung gepflegt haben, miteinander gefeiert haben, aber eben auch ernsthafte und intensive Diskussionen geführt haben. Eins der wichtigen Themen war das Thema Ehe für alle. Und daran wollen wir Grüne heute mit unserer aktuellen Debatte anknüpfen. Und wie es der Titel der Debatte schon sagt, sprechen wir Grüne uns ganz klar für die Ehe für alle aus, meine Damen und Herren. Wenn zwei Menschen sich lieben, wenn sie Verantwortung füreinander übernehmen, wenn sie ihren Lebensweg gemeinsam gehen wollen, dann finden wir das gut. Und wir fragen uns, wie kann man da dagegen sein, meine Damen und Herren? Wenn zwei Menschen sich für eine gemeinsame Zukunft entscheiden, in guten und in schlechten Zeiten, dann finden wir das gut und fragen, wie kann man da dagegen sein? Und wenn zwei Menschen gleichen Geschlechts eine verbindliche Partnerschaft eingehen wollen, einen Pakt der wechselseitigen Fürsorge und ein ganz normales Leben führen wollen, dann finden wir das gut und dann fragen wir uns, wie kann man da dagegen sein, meine Damen und Herren? Das, was wir fordern, bedeutet gleiche Rechte und gleiche Pflichten und die Ehe für alle. Unseres Erachtens darf der Staat nicht beurteilen, wen man liebt. Das tut der Staat aber derzeit. Und vor allem beurteilt er, wen man heiraten darf. Wir sind der Ansicht, das steht uns nicht zu. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Unsere Aufgabe als Politik ist es nämlich, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, damit jeder und jede die freie Entscheidung hat, wie er oder sie leben wollen. Das ist unsere Aufgabe, Rahmenbedingungen für eine freie Entscheidung eines jeden Einzelnen zu schaffen. Und dazu gehört auch die Ehe für alle. Die Ehe für alle muss eben für alle Menschen möglich sein, ohne Beurteilung, ohne Vorurteile und vor allem auch ohne Ideologie, meine Damen und Herren. Das sehen wir so, das sieht die SPD-Fraktion so, die grün-rote Landesregierung, aber das sieht auch die deutliche Mehrheit in unserer Bevölkerung so. Spiegel, jüngste Umfrage, 66% sind der Ansicht, ich zitiere, dass die Bundeskanzlerin dem Beispiel anderer Länder folgen und sich dafür einsetzen sollte, die eingetragene Lebenspartnerschaft in Deutschland in allen Punkten mit der Ehe gleichzustellen. Und 75% sind laut Spiegel-Umfrage der Ansicht, dass es auch erlaubt sein sollte, gemeinsam ein fremdes Kind zu adoptieren. Das, meine Damen und Herren, ist ein breiter gesellschaftlicher Konsens. Das zeigt, es wird höchste Zeit, die gesellschaftliche Realität anzuerkennen und eben nach gleichen und Rechten und Pflichten auch für gleichgeschlechtliche Paare sich stark zu machen. Das tun wir. Und um nochmal auf den Evangelischen Kirchentag zurückzukommen, Landkirchentagspräsident Andreas Barner hat gesagt, gegen Liebe können wir Christen uns nicht stellen. Das sehen wir auch so. Deshalb finden wir es auch wichtig und richtig, dass auch Paare sich den kirchlichen Segen geben lassen können. Das kann stattfinden, findet auch statt. Oftmals findet es aber heimlich statt. Und wir sind der Ansicht, gleichgeschlechtliche Paare sollen offen ihr Leben leben können. Sie sollen sich nicht verleugnen oder verstecken müssen. Dieses Versteckspiel ist einer modernen und offenen Gesellschaft unwürdig und sollte schleunigst beendet werden, meine Damen und Herren.
einer vielfältigen, bunten und offenen Gesellschaft in einem liberalen Land wie Deutschland und wie Baden-Württemberg stünde es gut zu Gesicht, dass wir heute hier im Landtag gemeinsam ein Zeichen setzen für Vielfalt, Respekt, Toleranz und Offenheit. Das wünschen wir uns für die heutige Debatte, ein gemeinsames Signal von allen hier für die Ehe für alle. Danke Ihnen.